Ja, herzlich willkommen zum Staufen Digital Neonext Videoblog. Mein Name ist Jochen Schlick, ich bin Seniorpartner und Mitgründer von Staufen Digital und ich führe Sie durch diesen Videoblog. Heute möchte ich mich mit den Gestaltungsrichtlinien für eine Smart Factory beschäftigen, und zwar insbesondere Richtlinie 6, ersetze Material durch Informationsfluss. Nun werden Sie auch feststellen, das ist eigentlich unmöglich. Sie können Material nicht durch Information ersetzen, aber Sie können den Materialfluss in einer Fabrik dramatisch optimieren und dramatisch verschlanken, je mehr Sie über den Fluss, über die Materialien und über den Materialbedarf wissen. Es geht also darum, Information effektiv zu nutzen, um Verschwendung und Bestände zu reduzieren und letztendlich eine späte Variantenbildung zu ermöglichen. Aber denken wir mal in klassische Fabriken, und da sehen wir, dass im Sinne des Lean-Paradigmas der Informationsfluss häufig starr mit dem Materialfluss verbunden wird. Das funktioniert häufig über Kanban-Systeme. Kanban-Systeme funktionieren überall dort hervorragend, wo man diesen Materialfluss standardisieren kann, wo sie ein Renner Produkt haben und ganz, ganz wenige Exoten. Es wird überall dort kompliziert, wo sie sehr, sehr viele Varianten haben. Und ja, diese Varianten dann auch noch relativ selten in die Produktion gebracht werden. Nun, wie kann man nun Informationen über die Bedarfe und Bestände nutzen, um letztendlich die Verschwendung zu reduzieren durch Bestände? Nun, da gibt es einige Möglichkeiten. Die erste ist die automatisierte C-Teile-Versorgung, wie sie zum Beispiel durch die Firma Wirth mit dem IBIN oder dem IBIN angeboten werden. Das heißt, das ist ein Behälter, der automatisch selbstständig seinen Füllstand erkennt, und wenn der Füllstand unter eine gewisse Mindestmenge fällt, dann wird automatisch ein Einkaufsimpuls abgegeben, sodass entsprechendes Material durch den Hersteller nachgeliefert wird. Sehr ähnlich funktioniert ein Vendor Managed Inventory, wie es zum Beispiel mit der Firma Nexolink zu realisieren ist. Dort ist der Lieferant für den Bestand, der bei Ihnen in der Fabrik steht, verantwortlich und auch dafür, diesen entsprechend nachzufüllen. Und auch hier kann man diese intelligenten Systeme implementieren, die eine automatische Nachbestellung triggern, wie in dem Fall zum Beispiel von der Firma Nexolink. Was Sie ebenfalls machen können, in dem Moment, wo Sie Bedarfe oder ja, Produktionsschedules, Zeitpläne haben, Sie wissen, welche Materialien, welche Bestände wo sind, und dann können Sie eine kurzzyklische Bedarfssimulation machen und dementsprechend bedarfsabhängig Ihren Milkrun entsprechend auslasten, also diesen Milkrun nicht mehr zwangsweise zyklisch zu machen, nicht mehr in festen Zyklen fahren zu lassen, sondern eben bedarfsabhängig. Nun, die späte Variantenbildung, da gibt es ein sehr starkes, ein sehr mächtiges Werkzeug, das ist nämlich Produktfunktionalitäten statt durch Hardware eben durch Software zu realisieren. Und das beste Beispiel, wenn auch für den Maschinenbau etwas weit hergeholt, ist das iPhone, bei dem man nämlich durch entsprechende Apps letztendlich die Produktfunktionalität nach dem Verkaufszeitpunkt legen kann. Das heißt, man baut letztendlich eine Universalhardware und individualisiert diese Universalhardware letztendlich längst beim Kunden. Ja, ich möchte zusammenfassen, Richtlinie 6, ersetze Material durch Informationsfluss. Nutzen Sie Informationen über Ihre Bestände, über Ihre Bedarfe und über Ihre Produktion derart, um Verschwendung durch Bestände und mit Beständen zu reduzieren und die Variantenbildung möglichst spät in Ihrem Montageprozess beziehungsweise vielleicht sogar nach dem Point of Sales zu realisieren. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Ihr Jochen Schlick.